Wir gehen zur Logistikinitiative Hamburg. Hamburg ist ja jene Stadt, die besonders weit schon ist hinsichtlich City-Logistik. Und dahingehend freut es mich, dass uns jetzt Lisa Marie Wacker-Gera einen Einblick geben wird, was in Hamburg es an Zielsetzungen gibt, was schon umgesetzt wurde und was noch geplant ist. Bitte sehr. Hallo, ich teile zuallererst auch einmal meine Folien gerne mit Ihnen. Einen Moment, danke. Ist gut sichtbar, So. klappt perfekt. Sehr schön, danke für die Rückmeldung. Dann kann ich auch starten. Moin aus Hamburg, aus dem hohen Norden Deutschlands. Mein Name ist Lisa Marie Wacker. Ich bin Projektmanagerin für Wirtschaftsverkehr und Logistik bei der Logistikinitiative. Als kurzer Einstieg: Die Logistikinitiative ist ein Public-Private Partnership und verbindet so allein organisationell schon die Stadt Hamburg mit unseren mehr als 500 Mitgliedsunternehmen aus der Branche und der Metropolregion Hamburg und ist somit eines der größten Standortnetzwerke der Logistik in ganz Europa. Ich möchte schnell starten mit einer der jüngsten Maßnahmen der Stadt. Das ist die Einrichtung der Anlaufstelle Urbane Logistik und Letzte Meile hier in der Logistikinitiative und heißt diese Koordinationsrolle, die ich übernehme. Möchte die Unternehmen, das Netzwerk und eben auch die städtischen Verwaltungseinheiten näher zusammenbringen und die Kommunikation fördern und beschleunigen, vor allem, sodass neue Projekte, innovative Projekte zur emissionsfreien Belieferung der Innenstadt auch schneller umgesetzt werden können und gemeinsam schneller besprochen werden können. Dann möchte ich noch einmal ganz kurz zurückgehen, ein bisschen was über die Historie sagen. Wie schon angedeutet, Hamburg ist nicht erst seit kurzem aktiv, was die City-Logistik angeht, sondern schon seit über 10 Jahren werden Projekte durchgeführt. Das auch international wahrscheinlich am bekannteste Projekt ist das von der UPS, was im Rahmen der Smile Hamburg Modellregion Smart Last Mile auch durchgeführt wurde. Dieses Hamburger Modell von UPS ist deswegen besonders hervorzunehmen, weil sie besonders früh schon das Konzept der Mikrohubs, was ja auch schon besprochen wurde, umgesetzt haben. Das heißt, im Stadtzentrum wurde eine Wechselbrücke eingerichtet, die als Mikrodepot diente und von dort aus die Belieferung der UPS dann mit Lastenrädern stattfand. Das ist natürlich nach dem Projekt nicht eingestellt worden, sondern auch heutzutage sieht man mittlerweile nicht nur von UPS, sondern auch von vielen weiteren Anbietern viele, viele Lastenräder durch die Hamburger Innenstadt fahren, um so die Belieferung klimafreundlicher durchzuführen. Zu den Zielen, die Hamburg sich gesetzt hat, jetzt vor kurzem, um dem Ganzen auch nochmal einen fixen Rahmen zu geben. Das Ziel ist die CO2- und Emissionseinsparung. Und in diesem Rahmen wurden 4 Handlungsfelder definiert, die den Einsatz alternativer Transportmittel thematisieren, mehr Lastenräder auf die Straße zu bringen und die Belieferung noch über mehr Mikrohubs zu gestalten und auch die Pick-up-Points oder Paketstationen mehr zu fördern, ist ein weiteres Ziel, beispielsweise wie die Wienbox, die ja schon vorgestellt wurde. Da gibt es auch andere Projekte in Hamburg bereits. Also Flottenelektrifizierung ist auch ein weiteres Thema. Und allgemein soll die Verkehrsbelastung gesenkt werden. Dazu noch ein weiteres Projektbeispiel gleich im Anschluss. Um auch Unternehmen mehr Sichtbarkeit zu geben, die bereits eine sogenannte Umweltflotte fahren, wurde das Siegel Umweltflotte eingeführt, wo Unternehmen sich bewerben können mit ihrer Flotte und
dieses Siegel dann auch tragen können, wenn sie die Kriterien erfüllen und damit auch von weiteren Vorteilen profitieren können. Kommen wir zu einem Beispiel, was ich besonders nennen möchte und was vorhin ebenso angesprochen wurde. Das ist das Projekt SMALA, Smarte Lade- und Lieferzonen. Was ist so neu und besonders an diesem Projekt? Es verbindet die Digitalisierung mit smarter City-Logistik. Das heißt, über eine App können gewerbliche Fahrer, die sich vorher natürlich registrieren müssen, einsehen, wo sind Lade- und Lieferzonen frei. Die können im Vornherein gebucht werden. Und das soll dann zur Verbesserung der Tourenplanung dienen, vor allem aber die angesprochene Parkplatzsuche verringern, da man bereits weiß, wo man parken kann und dementsprechend auch die Falsch- und zweite Reihe Parker reduzieren, sodass am Ende weniger CO2 ausgestoßen wird durch eben diese Suchfahrten und die Verkehrsbelastung insgesamt verringert wird, da genau eingeplant werden kann, wo gehalten wird, um die Auslieferung durchzuführen. Abschließend habe ich noch ein Projekt mitgebracht, was im Rahmen der EU umgesetzt wird in Hamburg, ein Mikrodepot-Projekt. Was besonders an diesem Projekt ist, ist, dass es eine multimodale Nutzung vornimmt. Das heißt, nicht nur die Logistik ist in diesem Mikrohub, in diesem Gebäude vertreten, sondern eben auch die Personenmobilität wird gefördert und soziale und Kultureinrichtungen sind ebenso vertreten, wie man auf dem Grundrissbild sehen kann. Ein Teil der Fläche ist das Mikrodepot, in dem auch mehrere Logistik-Cap-Dienstleister aktiv sind, von denen aus diese dann weiter mit Lastenrädern auch die nahegelegenen Bezirke beliefern. Aber wie gesagt, das Spannende ist, dass auch der Sozialkiosk und die soziale Beratungsstation mit in diesem Gebäude vertreten sind, sodass es einen Mehrwert für das gesamte Quartier bietet. Ja, vielen Dank, dass ich das präsentieren durfte. Das sind natürlich nur einige der vielen Projekte, die in Hamburg durchgeführt werden. Wir haben weitere Projekte zur Belieferung auf dem Wasser, weitere Mikrohub-Projekte, die Elektrifizierung und Auslieferung per Lastenrad ist auch ein großes Thema in Hamburg, wie gesagt. Und ich freue mich über Ihre Fragen und gerne auch direkt im Anschluss. Ja, vielen herzlichen Dank, Lisa-Marie Wacker-Gera. Meine Kollegin hat mich schon darauf hingewiesen, dass ich ein bisschen schneller sein muss in der Moderation. Deshalb die Bitte an Sie, die Fragen direkt im Chat auch zu beantworten. Und wir kommen gleich zum nächsten Vortrag.